Moin moin und willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Und in diesem Part machen wir die letzten zwei OG Loop Missionen. Hey, excuse me. Loop around here? What? Who? You want friends with that? Loop. Is he available for communication? Who? Loop. Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah. Appliance technician called in sick, so Jeff, Lope, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Hey, what up, Lope? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get it there for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covered my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on a tail, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dana. Listen, he gonna be attending some award ceremony, and that's the only time he leaves dog side. So, ja. Na toll. Jetzt dürfen wir natürlich OG Lokes Probleme mit dem Gericht klären, indem wir den Manager von Mad Dog ausschalten. Logisch, weil Mad Dogs Manager hat natürlich nie mit Mad Dog darüber geredet, dass jemand sein Versbuch geklaut hat und die Reime von Mad Dog benutzt. Oder ganze Texte. Naja. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist sicher eine schnelle Mission. Oh, Telefon klingelt. Ah, Lope, what's up now, man? One of Mad Dog's chauffeurs just left the burger shop, cross town. Said he was headed over to the music award. Good looking, I'm gonna see if I can catch up with him. Ja, hoffentlich erwischen wir ihn noch. Ich meine, er ist ewig weit weg. Dann knallen wir ihn ab, nicht bewegen. Er hat mal was sagen können nach seinem Tod. So, und jetzt ohne Kratzer, wenn ich mich richtig sehe. Unbeschädigt, natürlich. Es ist 22 Uhr? Ja, schaffen wir. Ist ja auch nur eine Ecke entfernt gewesen. Genauso parken die anderen Autos. So, etwa ein bisschen rüber. Ja, ja, perfekt. Hab genauso geparkt. Yeah, I like to thank my fans, my mama, and my dealer. Hold position in the middle of the motorcade until we get to the award show. Stick close and let's roll. So, ja, dann beeilen wir uns jetzt mal. So. So, zwischen den scheiß Autos hier. Die Straße ist gesperrt, wir können ein bisschen schneller fahren. Oder? Extra sogar Straßen für die Preisverleihung gesperrt, nice. Und parken. Im Gänsemarsch laufen sie da. Und aufteilen. Jeder weiß schon, wo er einsteigen muss. Perfekt. Der eine bleibt hinten hängen. Hey man, take me back to Dog's Mansion. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. So, Türen sind abgeschossen scheinbar. Und dann müssen wir versuchen, unsere Folge abzuschütteln und sie im Wasser versinken.
So, aha. So einen kleinen Schleudermanöver eingebaut. Das spawnt nicht auf einmal von mir ein Fahrzeug. Ich pack's. So, hier einmal rüber. Halt's Maul! Wollte doch gerade irgendwas noch sagen, dem Manager, oder nicht? So. So, easy. Und tot umgefallen. Ah, ja. Verfolger hat nicht gesehen, dass wir auf dem Pier hinausfahren. Perfekt. Egal, haben es eh nicht geschafft, ihn zu verteidigen. So. Dann würde ich mal sagen, fahren wir schnell zur OG Look. Wenn es geht, nicht mit dem. Ah, hier ist ein Bullet, ja, den nehmen wir. Der ist schneller. Raus. Und wir fahren natürlich, so muss sein. So, und hier haben wir es. So schon, perfekt. Wehe, das Fahrzeug despawnt jetzt. Mission ohne Namen. Up, Lo? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get home. Okay, so what's the plan? Well, I'm going to slide back over to Grove Street and get those sounds bombastic fantastic. All right, so what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, yeah. You know what I'm saying? Ones in the bikinis and shit in the videos. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families, like Moses, only keeping it real. Said it. You know what I'm saying? Besorg dir neue Kleidung und geh zum Friseur. Ja, ja, dann würde ich mal sagen, machen wir uns bereit für die Party. Ich glaube, ich mache das kurz. Also ohne euch. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. So, und damit willkommen zurück. Ja. Telefonat. Hey CJ, bro, what up, G? Hey Lo. This party is jumping. We got a gang of crazy ass bitches in the house. You coming over, homie? I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Okay, I'm gonna come over right now then. Ja, okay. Ich habe mich übrigens ein bisschen in den Bekleidungsgeschäften angeschaut. Es gibt gar nicht so viel geile Kleidung, die man anziehen kann, um in Club oder in einer Party zu gehen. Das ist ein bisschen schade. Also ich habe mich jetzt auf jeden Fall für weiße Sneakers entschieden und dieses grüne T-Shirt und eine Sonnenbrille. Mehr gutes Zeug habe ich jetzt nicht gefunden. With you, baby. So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Well, stall him out, man. Hey, relax, man. Hey, a baller's posse's about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. Damn, man. I go get us some more backup. Okay, get some cars. Block the road. Rest y'all get heated. Unfassbar. Wow. Haben wir jetzt schon einen Mann verloren? Ja, moin. Erstmal gleich einen Headshot kassiert. So. Könntest du bitte verrecken? Was hat der für ein Quadratschild?
Und steckt er sich in der Pflanze. Munition. Ah. Nice. Mehr von ihnen zurück. Oh, der Geld. Ah, ich schieße ihn hier runter. Autsch. Und die Brücke ist zerfallen. So. Die vier Fehlinge, also. So, zack, zack. Verrecke doch. Wie hinter uns? Ah, da. Verrecke. So. Hat schnell nach. So, abgesägte Schrift in der Regel. Fall doch um. Nice. Und die ganze Munition. Ey. Das war's? Nice. Okay. Für diese zwei, höchstens drei Minuten Mission habe ich jetzt mich ernsthaft eine halbe Stunde lang umgezogen. Hat sich gelohnt. Eindeutig. Naja. Dann gehe ich jetzt noch speichern und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.